Hey, du! Ich muss zu dem Ripper, Mann! Ich... Oh! Was zum Teufel? Kriegst du auch Geld? Was ist dein Problem? Kommt drauf an. Was ist dein Problem? Echt jetzt? Willst du vielleicht noch meine Krankenakte? Will nur sicher gehen, dass es keine Cyberpsychose ist oder so. Es ist... Oh, eins meiner Implantate! Zufrieden? Ja. Hilfst du mir jetzt oder was? Ja, ich helfe dir. Na klar. Sehr gut! Worauf warten wir dann noch? Oh, zum Auto! Schnell! Such dir ein Auto. Ich hab, geht doch Motorrad. Willst du mich verarschen? Ich steig doch jetzt nicht auf ein Motorrad! Wieso denn nicht? Auto! Hol ein scheiß Auto! Sofort! Wie cool ist das denn? Hier ist ein Auto, hier ist so eine richtige Scheißkitsche, Alter, hier. Steig ein. Oh, garantiert befriedigend, stand drauf. Lass mich raten, Mr. Stud Modell XCV-19? Ja, woher weißt du das? Kenn mich mit Implantaten aus, auch mit den illegalen. Defekte Modellreihe, wurde zurückgerufen, wird nur auf dem Schwarzmarkt vertickt. Hey! Puh, war ja klar. Was? Oh, fahr einfach! Niete sie um! Halt mal cool. Oh. Die sind gleich weg. Cool? Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich geb mein Bestes. Hab ich meinem Output auch gesagt. Hat ihr scheinbar nicht gereicht. Verdammt, du Scheiße. Fuck. Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Geil ist das denn? Weißt du, wie scheiße weh das tut? Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken. Dann leide stiller, Chung. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Selten so gelacht! Hey! Danke, dass du mich nicht auslachst. Weißt das zu schätzen? Leicht ist es nicht, ehrlich gesagt. Fick dich! Wie ist das witzig, ey. Ups. Schneller! Okay, wir sind... Dann später! Ich ruf dich an! Aber... Ich halt's nicht mehr aus. Ehrlich. So, Freunde, bevor dieser komische Kauz gerade uns dazwischen kam mit seiner Penisimplantat-Geschichte, wollte ich eigentlich sagen, willkommen zur nächsten Folge von Cyberpunk. Am Ende dieser Folge werden wir so aussehen, wie ihr es gerade hier seht. Die Klamotten sind zum Teil gar nicht mal so schlecht. Wir haben schöne Waffen und so weiter am Start. Und wir sind Level 12. Intelligenzstufe 14, heftige Hacks sind bereits dabei. Die Seuche voll ausgenutzt. Ja, und habe ich schon gesagt, dass ich 3 Cyberpsychos an den Kragen gehe dabei. Also es läuft wirklich gut. Mit der richtigen Taktik und den Hacks ist es echt easy. Aber ihr werdet das jetzt sehen. Viel Spaß mit der nächsten Folge von Cyberpunk, Freunde. Ja, Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Cyberpunk. Wir haben natürlich jetzt bestimmte Hauptmissionen zu erledigen, die darauf warten, dass wir uns darum kümmern, aber es gibt natürlich auch immer noch reichlich zu tun, deswegen würde ich auch grundsätzlich empfehlen, dass man sich erstmal umschaut und den ganzen Standard, den man irgendwo findet, erstmal abarbeitet, bevor man anfängt, sich um die nächsten Hauptmissionen zu kümmern. Jetzt gibt es hier wieder so eine NCPD-Mission, die da heißt irgendwas mit Containern. Ich soll einen Container durchsuchen. Oh. Ein Container voller Loot. Das war ja einfach. Das war ja easy. Schon haben wir eine Mission erledigt, die da hieß, irgendwas mit Containern. Na dann, schauen wir mal auf die Map. Was gibt's hier noch? Es gibt hier immer noch eine Neutralisierung und es gibt hier noch Rette die Personen. Tja, die werden wir auch noch beide machen.
Hier ist noch so eine Werkstatt von den Jungs. Ach du Schande. Mission, Auftrag Hippokratischer Eid. Der Hippokratische Eid. Schon wieder von Regina Jones. Was haben wir denn diesmal Schönes? Auftrag, SOS-Söldner gesucht. Ziel Lucy Thackeray oder Thackeray oder wie auch immer. Von den Maelstrom befallen. Ort Clean Cut Clinic. Longshore North Street Details. Wer Blut sehen will, blutet am Ende meist selbst. Bertie ist ein Vollidiot, der blöd genug war, sich Maelstrom anzuschließen. Und dann hat er zu spät geschnallt, dass diese Psychos nur drei simple Regeln haben. Bleiben, sterben oder bezahlen. Seine Schwester Lucy hat Option Nummer 3 gewählt, aber statt Kohle hat sie den Maelstrom im Austausch für die Freiheit ihres Bruders ihre Dienste als Whipper-Dog angeboten. 3 Monate wollten sie diese Irren zusammenflicken. Blöd nur, dass sie inzwischen 5 Monate vorbei sind und sie immer noch dort festsitzt. Hier kommst du ins Spiel. Der Auftrag wird auf, übrigens von Bertie bezahlt. Er hat wohl noch ein paar Eddies in der Matratze. Alles klar. Und es läuft wieder darauf hinaus, dass wir uns wahrscheinlich durch die Leute hacken werden. Verseuchung, Überhitzen und Synapsenburnout. Oh, der andere hat's auch erwischt, ist das nicht geil? Das ist so cool. Irgendeiner hat mich dann noch. Lass mich immer hacken. Es geht durch alle durch. Die Verseuchung killt sie alle. Ist das heftig, oder? Hat die ganz schön verzogen, die Knarre. Eine Ratte, zeig dich! Ich bomb dich in die Steinzeit! Die Waffe verzieht aber extrem. Das war's schon. Die Verseuchung hat's gebracht. Wobei die Verseuchung den Nachteil offenbart hat, dass die alle angegriffen werden und dann versuchen wollen, dich zu hacken. Und es auch schaffen, weil du nicht alle kriegst. Da wird sie wohl sein. Nicht schießen! Ich bin Ärztin, ich gehöre nicht zur Gang. Ich weiß. Du bist Lucy Thackeray. Die verdammte Tech läuft wieder nicht. Scheiße. Und du bist? Wie? Dein Bruder schickt mich. Ich soll dich hier rausholen. Birdie? Okay. Einen Moment noch. Genug Risiko für einen Tag. Was hast du getan? Du bist in meiner Klinik. Das war mein Patient. Und ich mach meinen Job. Und der ist, dich hier rauszuholen. Ganz toll. Dann mach mal. Hoffen wir, das ist es am Ende wert, ha? Na sicher, sicher. Wir haben uns nur eines, verdammt.
Was? Der Fahrer wartet, bring Lucy zum Auto, machen wir. Bleib in meiner Nähe, Kopf runter. Brauchst du nicht, es gibt hier keine Gegner mehr. Komm schon, nur noch ein kleines Stück. Los, steig ein. Das wird wohl der Bruder sein, oder? Wenn ihr noch ein bisschen langsamer fahrt, dann Lucy ist in Sicherheit. Und ich danke dir. Ja, habe ich gern gemacht. Das war ja auch ein Kinderspiel. Hier sind überall noch Cyberpsychos. Wieder eine Nachricht und das ist wahrscheinlich der Cyberpsycho. Hey, Maestrom hat ein Cyberpsycho-Problem. Wie üblich interessiere ich mich nur für Probleme, die unter Kontrolle, aber lebendig sind. Und sehr vorsichtig, Maestrom, Stromer sind auch ohne Psychose irre. Polizeidrohnen haben gerade seltsame Symbole auf dem Boden entdeckt, mit tonnenweise Blut drumherum. Ich tippe auf eins von Maestrom kranken Ritualen. Okay. Hey, Johnny, hast du noch was zu sagen? Oder hast du gerade aufgehört zu quatschen, weil ich bedauerlicherweise ein Stück zurückgefahren bin? So, dann wollen wir eben schnell was futtern. Magst du mal Speicherpunkte? Das ist zum Beispiel geil. Das futtern wir. Sättigung futtern wir. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir nochmal. Und ansonsten ist es, glaube ich, alles dasselbe, ne? Wäre natürlich auch cool, wenn ich dafür sorgen könnte, dass der Junge sich gar nicht mehr bewegen kann, ne? Zack. Bewegen. Und dann baller ich den einfach nieder. Was zum Fick? Ist das der Typ? Schwere Blutverlust. Der wird hier irgendwo sein. Alles okay? Lilith hat den 10. Kreis vor den Augen der Ahnen verborgen. Was zur Hölle ist das? Das ist Diabolo 4. Aber ein mieses Gefühl wie... Ich sehe mich besser um. Normalerweise konnte ich die noch scannen beim letzten Mal, aber irgendwie ist das hier ein bisschen anders. Wow. Ekelhaft. Ah, musst du mich so erschrecken, Junge? Wir haben Gesellschaft. Oh, Scheiße. Will sie mich direkt angreifen? Ja, ne? Das ist ein Zweifelstich, oder? Oh, fuck! Bringt sie um! Okay, dann wollen wir Bewegung stellen. Boah, die hält aber was aus. Ah, ich hätte natürlich Dings erstmal machen sollen, Breach-Protokoll, ne?
Ganz schnell nach dem Breach-Protokoll hinterher schmeißen. 55 ICBD, so geht's. C55 ICBD. Ja, super. Die Bewegungsgeschichte ist einfach der Burner. Oh, Scheiße. Das ist schon eklig. So, und das Ganze ist noch nicht vorbei. Hier hinten ist noch eine Cyberbedrohung. Gibt es ja auch ein Dingsten, ein Journal Mittel. Ja, den machen wir dann auch. Das wird ein Kinderspiel. Hier geht auch wieder die Post ab, die müssen wir eben mitnehmen, die Leute. Nein, bitte nicht! Quieken wie ein Schwein! Haha, ich habe den, der mich gehackt hat, glaube ich, ausgeschaltet. Ne? Kommt noch ein bisschen was dazu. Manche von uns sind nicht übel. Bitte nicht. Lass uns reden. Wir versuchen, sie nicht fliehen. Hoppala. Takamura, eine Vision ohne Taten ist nur eine... Eine Vision ohne Taten ist nur ein Traum. Taten ohne Vision sind ein Albtraum. Das sollte man immer im Kopf behalten. Junge, was laberst du mich voll? Ja, jetzt haben wir leider kein Auto mehr, aber wir haben ein neues Level bekommen durch diese Metzelei. Ist immer ganz praktisch, sich einfach durch die Gegend zu metzeln. Was können wir denn noch skillen hier, was wichtig wäre? Also erstmal müssen wir Intelligenz doch noch auf 16 bringen. Ah, hier, Quickhacks, die sich verbreiten können, können einen zusätzlichen Ziel befallen. Genau, das war ja auch geil. Die totale Seuche. Die Seuche, ja, wir machen auf jeden Fall Seuche. Oh, Alter! Was war das denn? Was ist das? Voll umgemäht hat er mich. Auf jeden Fall gibt es hier wieder ein Auto. Das werden wir dann gleich mitnehmen, ne? Stimmt, haben wir von der Regina wieder eine Nachricht bekommen, könnte ich mir vorstellen. Regina Jones, da ist sie. Wie, ich habe gehört, in Northside gibt es gerade Action. Sogar die Maestromer verdrücken sich von dort. Sieh dir mal an, was da los ist. Ja, ich gehe mal gucken. Wer hätte das gedacht? Also wenn wir es da wieder natürlich mit einem Cyberpsycho zu tun haben, wäre es doch ganz gut. Wenn wir das wieder genauso machen wie vorhin. Wir machen ihn blind und bewegungsunfähig. Und dann könnten wir ihn noch brennen lassen. Überhitzen. Ist vielleicht ganz gut, weil das, glaube ich, die Leute auch so ein bisschen bewegungsunfähig macht. Da ist was.
Reach-Protokoll. Man kann nicht alles haben. Das ist er. Die Resistenzen wären vielleicht besser gewesen, die zu reduzieren. Das war's auch schon. Boah, Alter, ist das mit dem Hacken gemein. Dankeschön. Heftig, heftig, heftig. Mal eben den Splitter lesen noch. Übelst, übelst, übelst. Ach ne, ich muss hier mal einmal S drücken, dann Splitter und dann... Leb wohl. Oh Gott, das lesen wir nicht. So, jetzt haben wir hier oben alles frei. Jetzt können wir eigentlich uns mal um was anderes kümmern. Wobei, da ist noch eine Mission. Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Ach ja, das gab es ja schon mal, ne? Sehr hoch. Und die ist nur noch mittel. Die können wir jetzt machen. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem wundervollen Breach-Protokoll. Ich kann die Tür nicht öffnen. Dafür fehlt mir die technische Fähigkeit.
Oh, das normale Burnout bringt die schon um. Ist ja heftig. Oh, heftig. Das normale Überhitzen ist noch stärker als Synapsenkill. Das ist schon heftig, oder? Das macht nur 300 Schaden. Ist nicht mal mehr der Rede wert. Das ist nicht mal mehr der Rede wert. Das macht viel zu wenig Schaden. Das ist viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Wenn ich besser mit solchen zusammenarbeiten. Tödlich. Und da haben wir den Bulli auch schon. Lala. Angekommen. Das war mal ein Paradebeispiel für einen perfekt ausgeführten Job. Eins mit Sternchen. Eins mit Sternchen, juhu. Regina Jones. Hey, bei NCPD wurde eine Cyberpsycho gemeldet. Ja, ja, ein neuer Cyberpsycho. Ich wurde automatisch aus dem Auto geschmissen. Okay. Bin getroffen! Oh, fuck. Autsch. Okay. Das ist heftig. Das ist heftig. Jetzt halt nicht wirklich. Ah, super. Shit!
greift man! Okay, was haben wir denn hier? Eieieiei, der Typ war ja heftig da. Und wir haben wieder ein Level, während wir uns damit vergnügen, irgendwelchen Leuten das Leben zur Hölle zu machen. Und dafür bekommen wir jetzt die absolute Massenverwundbarkeit. Die nehmen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall auch. Oh, das macht Schaden, ey. Ist das der Hammer. So, zum Abschluss dieser Folge werden wir Rick aufsuchen. Vic, nicht Rick. Nicht Rick and Morty, sondern Vic, den Whipper Dog. Und unsere Schulden bei ihm bezahlen. Wir schulden ihm hier noch 21.000 Eddies. Und jetzt haben wir mittlerweile so viel Kohle zusammengekratzt, dass wir endlich unsere Schulden bezahlen können. Und damit endet dann auch die Folge hier. War auch genug Action für einen Tag. Also genießt noch die letzten Bilder und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Cybertron. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Bee. Du brauchst sie mehr als ich. Ich nehme sie nicht mit ins Grab, Vic. Nimm schon.
Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da.